Bei mir ist Markus Quenzel, der Owner, sagt man ja in dem Business, von Quenzel Custom Guitars. Gut, dich hier zu haben. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe ein Modell von mir mitgebracht. Das ist eine, ich nenne sie Special. Also wie die guten alten Vollmahagoni-Gitarren. Ist eine komplette Handarbeit. Ich baue in einem kleinen Shop in Freigericht in Südhessen. Wo ich diese Gitarren, wie gesagt, das ist jetzt eine aus One Piece Kaya Mahagoni Hals, auch One Piece Kaya Mahagoni mit dem African Ebony und Matched Headstock. Ich habe Medium Binde drauf, die Pickups kommen von Jason Lola, handgemachte Pickups von Washington. Wirklich grandios. Gitarre wird in Nitrocellulose lackiert. Ja. Wie lange brauchst du dafür, selber diese Gitarre herzustellen? Also ich brauche für eine Gitarre, ich sage jetzt mal, der Bau ist in ungefähr 2 Wochen plus dann nochmal ungefähr 4 Wochen Lackierung. Und dann ist natürlich auch noch Trockenzeit und Rüstzeiten und solche Geschichten dabei. Wie viele Gitarren zeigst du auf der Musikmesse? Ich habe 8 Gitarren an meinem Stand, hier in der Halle 4.0 B63. Und unter anderem jetzt dieses Modell, die Special, aber auch noch andere Sachen, die ich noch baue. Ich habe 3 verschiedene Modelle, Junior, eine Standard und Special und noch eine Butterfly, das ist ein Long Scale, die auch schon mal in der Konkurrenz getestet wurde. Soll es geben, ja. Wie ist der Sound dieser Gitarre? Wie müsst ihr ihn beschreiben? Natürlich ein sehr meiner Meinung nach ein sehr ausgewogener Sound. Ich versuche den einen klassischen Hamburger-Sound mit dem Vintage-Attitüde in die Moderne mit reinzukriegen. Also das heißt, für mich ist es auch keine Diskrepanz. Also ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, ich habe einen Low-Output-Humbucker und kann kein Metal spielen oder sowas. Finde ich, hat damit nichts zu tun. Lass uns doch noch was hören. Vielen Dank für den Besuch und viel Erfolg mit dem, was du machst.